Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ja, man sieht schon, ich habe mich wieder ein bisschen hier verändert, aber daran wird man sich wahrscheinlich gewöhnen müssen. In der letzten Folge haben wir hier unseren Kollegen hier gefunden, Chacha, genau. Und der sagt mir das immer wieder, wenn ich ihn anspreche, und das geht mir ein bisschen auf den Nerven. So, den nehmen wir mal ausnahmsweise mit. Ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht bei so großen Monstern mitnehmen, weil ich will eher so auf den Zweikampf ausgehen. Aber für das nächste Monster ist das, glaube ich, nicht so schlimm, weil werdet ihr gleich sehen. So, ich habe wieder ausgehen viel gefarmt und irgendwie will der was von mir. Ich habe noch nicht geguckt, was, aber mal gucken. Ein nettes Geschäft. Entschuldige, ich war in Gedanken. Der Argosi-Captain hat etwas erzählt, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Schlank zu sein ist wohl nicht mehr modern. Die Stadtleute machen angeblich Fettdiäten, um Pfunde zuzulegen. Was? Der Grund dafür soll sein, dass reiche Leute dick und glücklich sind, Arbeiter wie wir dagegen muskulös und schlank. Also wollen die Städtler unbedingt dick werden, um reich zu wirken. Sie haben die nur Honig-Diät für sich entdeckt. Sie nennen es FDH. Frisst den Honig. Es ist jetzt sehr begehrt. Wir werden eine Honigbox bauen. Wir müssen diesen Trend aussetzen und Mogga-Honig zu Exportlager machen. Du kannst sie natürlich auch nutzen. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber Honig ist auch für Jäger gut. Okay, gucken wir mal. Ja. Bams. Schon erledigt. So, können wir noch irgendwas machen? Nein. So, dann sollte ich mal hier gucken. Bei Jagdbericht habe ich noch alles nicht abgeholt. Hat man schon gesehen hier, was ich als Offscreen erledigt habe. So, ein paar Rohstoffe wieder. Was kriegen wir? Also alles rein in die Box packen. So, und in der Farm will noch jemand von mir, okay? Okay. Haben wir noch einen? Ach, da ist die Honigbox, genau. Oh, habe ich noch gerade für 5 Minuten gemacht. Tinte. So, hi. Getreide, Getreide, Getreide. Willst du schnell viel Energie bekommen? Ist Getreide perfekt dafür. Ja, die Farm vom Dorf Mokka ist stolz darauf, pestizidfrei zu sein. Niemals würden mit Giftpilze spritzen. Hm. Lass dich nicht davon beirren, dass die Früchte nicht perfekt aussehen. Unsere Weizen und Reis schmecken wunderbar. Tut mir leid, dass ich so nervös war und davon lief, als die Erdbeben kamen. Schändlich, ich weiß, mir uns. Aber davor bin ich hier. Aber ab sofort bin ich wieder hier, um in die Pfoten zu spucken. Versprochen. Nein, Patata. So ein wunderschöner Name. Hey du, sieh mal. Noch einer meiner Felins ist zur Farm zurückgekommen. Jetzt können wir noch mehr für dich abbauen. Wahrscheinlich hat der Handel Argosi mit der Dorf den Felins Mut gemacht. Jetzt kommen sie zurück. Benutz ein Kraut oder ein Samen zum Anbauen und die Felins kümmern sich darum, wenn du unterwegs bist. Und sprich mit der Felin, die eben zurückgekommen ist. Man muss freundlich sein zu seinen Arbeitern, sag ich. Wenn du noch die letzten Felin überzeugen würdest, zurückzukommen, könntest du mehr Dinge gleichzeitig züchten. Bis dahin tun wir unser Bestes mit dem, was wir haben. Okay, habe ich irgendwas? Ja, ich habe was. Bams. Nitropilz habe ich irgendwie angebaut. Okay. So, weiß ich nicht. Guck mal, Gegengriff. Gegen Giftkraut. Anbauen davon aber nur eins. Ich tue eigentlich nur Sachen anbauen, die war nur ein, zweimal haben. Ich will sowieso nicht oft hier vorbeischauen. Okay, dann machen wir uns auf zum nächsten großen Viech. Ah, schön. Ich habe noch gar nicht erklärt, was ich für eine Ausrüstung habe. Oder ich habe eine Renoplos-Ausrüstung. Das sind diese komischen Schildviecher aus der Wüste, die so ein, ja, so ein Schildkopf haben. Die so aussehen wie Triceratops. Mit kleinen Viecher. Und ich habe einen Kriegshammer mal hergestellt. Ich will mal gucken, wie ein Hammer hier so. Jetzt habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. So, dann auf zur Mission. Wir haben schon hier ein paar Missionen gemacht. Ich habe so, weiß ich nicht, Jager einen Azurus habe ich offscreen gemacht, weil ist eigentlich genau gleich wie Fang einen Azurus, nur hat bei denen kaputt hauen, Alter. Und zwar meinen gleichen Gegner muss man ja nicht sehen. Fange einen Großjagi ist ja genau gleich wie erledige einen. Habe ich auch gemacht. So, diese Käfer sind diese komischen Ameisenviecher, die wir auch schon oft gesehen haben. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Hier, Ludrov habe ich auch erledigt. Das hier habe ich als einziges noch nicht gemacht. Weil ich da irgendwie Monster erledigen musste, ich gar nicht kenne. Delex. So. Erntetour haben wir ja gemacht. Renoplos.
Ja, die habe ich auch erledigt, weil die haben wir schon auch gesehen. Barbaras, das sind diese komischen Insektenviecher, da waren schon wieder Loot drauf, habe ich auch wieder erledigt. Okay. Ach nee, einer hat mir letztens, egal. So, gucken wir mal. Wir machen jetzt Jage ein Kuropeko. Der wird nervig, das weiß ich. Ich habe kein. Nein, ich habe kein Geld. Ja, super. Verdammt. Okay, lass mich mal kurz gucken. Was habe ich denn? Irgendwas verkaufen. Almosen, Reißzahn. Dafür bekommst du lediglich Kleingeld. Weg damit. So. Jetzt schnell weiter, Mann. Schon 6 Minuten haben noch nichts gemacht, Mann. Aber da muss man sich, glaube ich, gewöhnen an diesem Projekt. So, Kuropeko, Bams. So, dann holen wir uns hier mal zu essen. Ich tue einfach hier mal per Zufallsprinzip irgendwas machen. Mal so Sachen, die frisch sind. Und hier, wo ich noch nicht den Effekt gefunden habe. Nein, ich wollte nicht mit Geld zahlen, ich wollte mit Rohstoffen zahlen. Nein. Ausdauer und angefüllt. Okay, dann machen wir den Kuropeko fertig. Den habe ich noch gut in Erinnerung. Richtig nerviges Viech. Okay, aber bevor ich jetzt hier irgendwie reingehe und mich in den Kampf stürze, ja, tue ich hier erstmal alles sammeln, aber vorher noch gucken, wie der Hammer funktioniert überhaupt. So, mit X sieht man natürlich wieder. Das ist ein blöder Angriff. So, alles? Mein Gegner so zu treffen, ne, das wird ein Spaß. Okay, mal gucken, wie das funktionieren wird. Ich habe mit dem Ding, glaube ich, mit meiner jetzigen Ausrüstung hier so ein, weiß ich nicht, eine höhere Chance, meinen Gegner zu betäuben. Ich glaube, Hammer haben allgemein eine höhere Chance, den Gegner zu betäuben. Also ja, das wird vielleicht ein Spaß. Wir haben zum ersten Mal auch eine grüne Anzeige bei unserer Waffe. Das heißt, sie kann jetzt zweimal ihre Waffenstärke verlieren. Was eigentlich nicht so schlecht ist. Das heißt, jetzt wird das grün, dann gelb und dann rot. Und höher habe ich bis jetzt noch nie gehabt, als ich mit dem 3DS gezockt habe. Also wer weiß, vielleicht kommt da ja noch eine höhere Stufe. Aber wenn, dann habe ich sie noch nicht gesehen. Ob sie jetzt immer noch maximal auf grün. Weil grün ist schön. Das ist eine schöne Farbe. Genauso wie meine Haare. Die man jetzt leider nicht sieht. So. Hey, na, ich tue deine Verwandten auf mich tragen. Ah, okay. Ja, Shacha ist auch schon ein paar Level aufgestiegen. Ich weiß jetzt nicht, welches Level er ist. Okay, kann man ja, glaube ich, nicht nachgucken. Aber der hat auch schon gut gelevelt. Möchte ich aber nicht bei Bosskämpfen eigentlich dabei haben. Nur diesmal ist das eine Ausnahme, weil werdet ihr jetzt sehen. Ja, das hat Viech. So. Oh, ich brauche ein kalte Getränk. Kältegetränk meine ich. So. So, und jetzt kommt das Problem. Der hat nämlich den hier auf den Keeper gerufen. Ich habe irgendwie eine andere. Irgendwie, weiß ich nicht. Umschreiben, aber ging irgendwie nicht jetzt. Ich glaube, das sagt man noch so, ne? So, ne, hier ist er nicht hingeflogen. Ich glaube, in der Wüste fliegt er nicht rum. Er ist irgendwo dahin geflogen, glaube ich. So, wir haben es jetzt nämlich mit zwei Gegnern näher zu tun. Der kann nämlich diesen Großjagd, den wir ja schon kennen, zur Hilfe rufen. Und ja, das muss nicht sein. So, hier ist er irgendwo. Da. So, dann werfen wir erstmal einen Farbball.
Dann haben wir ihn kaputt. Verdammt, falscher Kopf. Und das ist, glaube ich, der erste richtig stärkere Gegner. Wenn ich nicht aufpasse. Frag mich jetzt nicht, was man bei denen kaputt machen kann. Ich meine, wenn man auf seinen Schwanz haut, dann wird der immer irgendwie größer, aber ich glaube nicht, dass man den kaputt machen kann. Ah! Mach, geh mir aus dem Weg. Mach, ich treffe nicht. Auf damit haben wir eine gute Idee, war. So, das war gut. Ah, nee, das war schlecht. So, ich brenne. Also ich muss mich rollen. Oder ins Wasser sprengen, aber jetzt glaube ich kein Wasser. So. Erstmal erste Hilferation ja. Verballern. Wäre natürlich gut, wenn ich irgendwie eine Rüstung gehabt hätte, die irgendwie Feuerresistenz hätte. Oder irgendwie in der Quest gewarnt, dass das Viech Feuer spucken kann. Ja. Oh nein, da kommt der. Ich glaube, den seinen Schnabel kann man kaputt machen, oder? Also nicht kaputt machen, aber das. Oh Gott. Verpiss dich. So, ich muss gegen beide hier kämpfen. Oh, wo ist meine erste Hilfe? Ja gut, ist der Großjagd geht auch manchmal auf den los. Oh, jetzt geht er auf mich los. Ich glaube, der Kopeko geht immer auf mich los. Das war gut. Kann ich meinen Angriff eigentlich auch aufladen? Ich glaube nicht. Schade. Na toll, jetzt ist meine Waffenstärke gesunken. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber wenn einige Gegner haben irgendwie so Stellen, die kannst du mit, weiß ich nicht, der nicht so ordentlich gärten Waffe gar nicht angreifen. Dann prallt halt einfach so ab und du hast mich nicht getroffen, du Luch. Aha. Friss das! Verdammt. Wo ist er? Ist er weggeflogen? Der ist betäubt geworden. Wo ist er? Da, der fliegt da. Ich sehe ihn auf der Karte. Der Großjagd ist auch abgehauen, zum Glück. Ich habe keinen Bock gehabt. Jetzt, was zum Teufel, wo fliegt der denn jetzt hin? Der ist schon wieder zurückgeflogen. Wie komme ich da ein? Alles, er hat mich ausgetrickst. Ist das dahin geflogen oder ist das dahin geflogen, Mann? Ja, looten tue ich offscreen, onscreen hier nicht, weil da mache ich genug offscreen. Warum dampfe ich denn so? Was ist da los? Wo ist er? Also. Warte mal, ich warte mal, bis der pennen geht oder so. Der trinkt was. Na, warte. Warum ist das nur so ein blöder Angriff? Mit A. Ah, ich bin ein Wassermann. Oh. Schau, meine Angriffsstärke erhöht. Warte, friss das. Sehr gut. Jetzt gegen den Schnabel. Ah! Und schon wieder. Oh Gott. Oh, mit Dings kannst du auch Angriffe machen. Wo normalerweise blocken ist mit einem Großschwert. Ah! Das muss ich auch meine Dings schalten. Meine Tränke. Geh weg. Mal mit Erd angreifen. Voller mache ich so einen Sprintangriff.
Boah, sehr schön. Boah, ich bin so baff, oh Gott. Ja, der Angriff ist immer noch der Beste. Was willst du denn? Verdammt. Ja, weg, ich muss wieder meine Waffe schleifen. Oh Gott. Nein, konntest du nicht mehr daneben hauen. Yes. Charge. Nein, 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 nein. Mann. Verpiss dich. Nein. Oh, der geht auf den los, gut. Aus dem Weg! Du gehst mir auf Nerven, hau! Da ruft der nur so klein, jawohl. Uppercut. In your face. Verpiss dich. Ah! Oh Mann. Ja, zum Glück sind wir auch zu zweit. Boah. Fass ich nicht, dass ich da ausgewichen bin. Und der fliegt weg. Na warte, jetzt komme ich um dich hier. Ja. Ah, Entschuldigung. Nein. Oh, der ist dein. Mann. Warte, ich gehe auf den einfach. Ich glaube, der haut auch ab, ne? Gut, der ist auch abgehauen. Ah, das war schon. Das ist schon ein bisschen schwieriger hier. Oh Mann. Lass mich noch mal kurz wetzen, dann komme ich zu dir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Ma! An einem Bildschirm reingekickt hat er mich. Dann tue ich eben hier kurz meine Waffe schärfen. Na, fress mal das auch. Das ist sowieso weg. Wenn wir fertig sind. Ich fasse nicht, dass du mich nicht getroffen hast. Hier geblieben. Ich glaube, da ruft wieder jemand, ne? Boah, ne, jetzt sind noch diese Katzen hier. Oh nein! Hilfe! Zu viele Fronten! Verpiss dich, Mann! Alter, das sind zwei riesige Monster, ne? Aber ich greife mich lieber an, ich krieg die Krise. Ah! Ist er überhaupt schon angeschlagen? Ich glaube nicht, ne? Komm her. Nein! Ma, hat er mich bei meiner Aufladung, ja. Schnauze! Boah! Boah, ist irgendwas habe ich kaputt gemacht. Gut. Und ich, nein! Ah! Nein, voll auf Schatscha. Okay, mach mal deinen Angriff da. Chacha kann aber nicht sterben, der zieht sich immer nur zurück. Ein bisschen doof finde. Was ist denn hier los? Oh! Pisser! Oh Gott! Ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Fresse! Ich glaube, der hat sich jetzt gerade irgendwie gestärkt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie Megatrank wurde gestohlen. Kriegt die Krise, auf damit. So, tschüss.
Wo ist er? Da ist er. Da geht er hin. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Jetzt ist ja niemand mehr. Lass mich ins andere Gebiet rein. Oh Gott. Da ist er direkt. Irgendwas, was ich auf den werfen kann. Über auf dem Bildschirm gucken anstatt aufs Menü. Ah ja, ich muss dann noch schärfen. Ah. Übernehmen wir mal kurz Chacha. Oh Gott. Das müsste ich doch schaffen, oder? Jawohl. Was wert. Fresse! Mann! Der sucht ja wieder den einen, ne? Den Großjagi. Oder? Ah! Oh, Sonderwart! Ah! Mieser Dreckspisser! Aber der Großjagi müsste auch mal langsam kaputt gehen, oder? Sind auch schon ein bisschen lediert. Okay, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich hoffe, jetzt hat er nicht irgendwo was hinterlassen, wenn es Kampf. Ah! Oh Gott, geh weg. Oh Gott, er hat ihn weggeschoben. Gut. Komm schon. Oh nein. Bin ich schon wieder. Na, geh weg. Müsste jetzt langsam bald kaputt gehen. Boah, durchgerollt bin ich. Boah. Alter. Ja, genau. Geht mir aus dem Weg, Mann. Boah. Ja, jetzt fangen die Kämpfe an, langsam länger zu werden. Boah, mitten auf den Schnabel. Oh nein, der geht auf mich, oder? Ja. Piss dich, Mann. Oh mein Gott. Nein, auf zu singen, zu tanzen oder was auch immer. Der sich dadurch heilt, ne? Er hat einen Heilmove, ist, ne? So, der hat irgendwas hinterlassen, ich habe irgendwas gehört. Der Yagi ist auch. Fällt gerade auf, der hat keinen Farbball mehr. Fangen. So, irgendwas wurde jetzt hier hinterlassen, aber ich sehe es nicht. So, jetzt ist er erschöpft, der sabbert schon. Mann. So, jetzt ist er gleich im Eimer. Eine Runde, dann müsste er eigentlich weg sein. Na, warte. Sieben Tränke. Also eigentlich 10, wenn man hier die geschenkten Tränke mitzählt. Ja, da kommt hier. Boah, der ist schon wieder direkt hier am Warten. Was zum Teufel? Warum fliegt denn der jetzt dahin? Der ist doch da entlang gegangen. Warte, der. Warum geht der denn dann? Oh, da liegt was. Was haben wir denn hier? Bestienträne, Vivanträne. Okay, ja, okay, sind ja Vivan, glaube ich. Hat Viech oder eher ein Vogel erinnert. So, da bist du, komm her. Probier der Großjagi ist noch da, wenn ich den versuche zu looten. Der wird mir wahrscheinlich voll auf die Nerven gehen. Oh Mann. Oh Gott. Jetzt aber, komm schon.
Ich bin aber echt oft hier kaputt. Komm schon, jetzt aber. Muss doch langsam sein. Du bist jetzt immer noch? Ich denke nicht. Oh Mann. Fliegt denn jetzt schon wieder hin? So langsam mal genug. Ja, wo fliegst du hin? Da fliegst du hin. Schon wieder zurück, was zum Teufel? Nee. Da unten fliegt er hin. Wollt ihr mich mal austricksen, was? So, wo ist er? Ich glaube, hier muss man ihn als letztes erledigen. Jetzt kommen wieder diese Katzen. Ich komme mit meinem mächtigen, riesigen Hammer. Oh Mann, echt. Oder wie oft muss ich dich noch kaputt hauen? Ernsthaft, so oft wie ich den schon am Boden gehauen habe, ne? Ich verstehe halt nicht. Nein, ich auf Chacha. Nein, ich auf mich. Boah, jetzt ruft er wieder den Großjagen, ne? Jetzt mich. Ja, damit. Alter, er will einfach nicht verrecken. Aber ist mein Hammer doch schon stark. Versteht halt nicht. What? Oh nee. Alter. Ja, der ist echt schon ein harter Boss hier. Meine Ration zurück, Mann. Boah, endlich. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht looten, weil der mir auf die Nerven geht, ne? Autsch. So, schnell looten. Kuropeko-Schuppe. Okay, weg. So, nur Schuppen, okay. Oh, du Pisser! Lässt du mich in meine Ruhe? Sieht noch irgendwas von diesen Katzen wahrscheinlich, ne? Simple Schockfalle, cool. Oder liegt noch was? Ja, damit. Geheimversteck, cool. Oh, das ist abgehauen, gut. Was tust du denn jetzt so? Boah, ich wollte noch so einen reinhauen. Boah, das war ein langer Part und ein langer Kampf. Aber ich glaube, der wird jetzt Standard, ne? Egal. Ja, was haben wir alles bekommen? Kuropeko, Schuppe, schon wieder. Feder, Kreischer, Kreischer. Schädel, Nullbeere, Nitropilz, Nullbeere, Anonymer Schild, Kaktusblüte, Zündstein. Okay. Großjagdkopf, okay. Ich bin noch gar nicht auf dem Gewicht. Der Imitator, Kuropeko leben. Wow, das war ein Kampf, ne? Und ich finde, das war es dann auch für diese Folge. Der ist jetzt schon lang genug gelaufen. So, die wollen natürlich wieder alle mit mir reden, aber das kommt alles in der nächsten Folge. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.